Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney weiter. Beim letzten Mal, ist die ganze Szenerie wieder zu Professor Layton und Luke hinüber gewechselt. Wir befinden uns mittlerweile im Turm des Schöpfers. Wir sind den Turm relativ einfach hinaufgestiegen, weil wir mussten nicht mal steigen, wir sind einfach nur raufgefahren mit dem Lift, haben ein paar kleine Rätsel gelöst, die jetzt wirklich nicht der Rede wert waren und sind jetzt mittlerweile in Sophies Kinderzimmer angekommen. Zumindest gehen wir ganz stark davon aus. Es deutet zumindest vieles drauf hin. Und ja, hier haben wir uns umgeguckt, haben ein besonderes Büchlein gefunden, das sich auch bei unseren Gegenständen jetzt eigentlich befinden müsste, ne? Die erste Geschichte. Dies ist ein handgemaltes Bilderbuch, das in Sophies Kinderzimmer im Turm des Schöpfers gefunden wurde. Das Buch ist vermutlich ein Werk des Schöpfers und handelt von einer bösen Hexe, die ihre wohlverdiente Strafe erhält. Ja, das ist irgendwie so ein Leitmotiv, das sich durch Sophies Leben zieht. Was er ihr wohl damit sagen wollte, ist eine gute Frage. Mehr können wir hier im Kinderzimmer, glaube ich, nicht tun, deswegen untersuchen wir jetzt nochmal diese Tür. In der Hoffnung, dass wir jetzt weitergehen dürfen. Ich denke, wir haben alles gesehen, was es hier zu sehen gibt. Gehen wir weiter. Na gut. Wenn der Professor das sagt. Neuer Ort auf Karte. Raum des Schöpfers. Wie unpraktisch ist das denn? Wenn der Schöpfer in sein eigenes... wenn der Schöpfer in seinen eigenen Raum will, dann muss er immer durch das Kinderzimmer seiner Tochter. Naja. Ist jetzt nicht gerade eine architektonische Meisterleistung, dieser Turm, aber was soll's. Der private Raum des Schöpfers in der obersten Etage des Turms. Dann bitte. Mal gucken, was wir hier finden. Ui, was für ein Durcheinander. Was zum Teufel? Da sitzt ja auch so eine kleine Puppe vor dem Klavier. Mit diesen Puppen haben sie es irgendwie. Was halten Sie davon, Professor? Was halten Sie davon, Professor? Es ist ziemlich unaufgeräumt. Dies scheint der oberste Raum des Turms zu sein. Das Papier hier auf dem Boden scheint dasselbe zu sein, wie das, auf dem der Schöpfer seine Geschichten niederschreibt. Dieses Zimmer ist zweifelsfrei der Raum des Schöpfers. Das ist der Raum des Schöpfers? Ich hätte es mir etwas erhabener vorgestellt. Ein Thronsaal mit rotem Teppich oder so. Ich gebe dir recht. Es erscheint etwas exzentrisch, aber trotzdem sieht es wie die Stube eines Autors aus. Wahrscheinlich hat er den Großteil seiner Zeit damit verbracht, hier Geschichten zu schreiben. Diese Geschichten. Tolle Geschichten. Diese Geschichten. Ich frage mich, was Sophie davon gehalten hat, dass ihr Vater diese Geschichten für die Bürger der Stadt geschrieben hat. Ich frage mich, ob sie sich auf das Ende einer neuen Geschichte gefreut hat. Oder ob sie... Die Geschichten waren wohl eher für Erwachsene gedacht und nicht für ein kleines Mädchen. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass der Schöpfer Sophie viele der Geschichten gezeigt hat. Wenn das so ist, hatte sie wohl nicht oft Gelegenheit, mit ihrem beschäftigten Vater zu sprechen. Das heißt, sie muss sich hier sehr einsam gefühlt haben. Es muss schwer für sie gewesen sein, zu wissen, wie wichtig diese Geschichten für die Leute in der Stadt waren. Aber das sollte nicht so sein. Ein Kind sollte mit seinem Vater sprechen können. Du hast völlig recht, Luke. Ich denke, Sophies Gefühle für ihren Vater werden noch eine wichtige Rolle im kommenden Prozess spielen. Professor? Luke, wie ich dich kenne, muss dir gerade einiges durch den Kopf gehen. Wenn du also über irgendetwas sprechen möchtest, sagst du es mir, ja? Das werde ich, Professor. Ich habe immer Zeit für dich, Luke. Also, wollen wir uns hier ein wenig umsehen? Oh, das ist ja nett. Naja, Professor Layton ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen was wie eine Art Vaterfigur für Luke geworden, wie auch immer. Wurde ich auch mal unter einem der Videos gefragt, ob es dazu eigentlich eine Geschichte gibt. Also was Luke und den Professor angeht, warum Luke die ganze Zeit mit dem Professor rumhängt und so weiter. Das Ganze wird im vierten Professor Layton Teil, der von der zeitlichen Abfolge her eigentlich der erste Teil ist, das wird da so ein bisschen erklärt. Da ich diesen Teil allerdings, glaube ich, nie durchgespielt habe,
Glaube ich. Bin mir da gerade nicht so sicher. Ja, oder doch, ich glaube, ich habe den doch durchgespielt. Aber ich kann mich eigentlich fast gar nicht dran erinnern. Sehr komisch. Egal, ja, gut. Da wird es jedenfalls so ein bisschen thematisiert und irgendwie seit diesem Tage hängt Luke mit dem Professor um. Papier liegt auf dem Boden verteilt. Seltsam. Es scheint nicht, als hätte jemand darauf geschrieben. Das klingt ein bisschen albern, aber wir sollten versuchen, nicht darauf herumzutrampeln, ja? Ja, das sehe ich irgendwie auch so. Ein schönes verziertes Klavier. Und was ist mit dieser Puppe? Ich finde es mit dieser Puppe total unheimlich. Bei, in Sophies Zimmer ja auch. Mit der Puppe, die so ein bisschen aussieht wie sie selbst auf ihrem Bett. Oh, durch das Bleiglasfenster kommt ganz schön viel Licht. Ich frage mich, ob das der oberste Teil des Turms ist. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wenn man sich das Zimmer so ansieht, scheint es, als wäre der Schöpfer ein talentierter Künstler. Dieser Raum wirkt mehr wie das Büro des Professors. Ja, so ein bisschen. Stimmt schon. Auch so ein bisschen, naja. Wobei, beim Professor sah es aufgeräumt aus. Sehen Sie, Professor, ein Foto. Ich dachte nicht, dass es hier überhaupt Fotos gibt. Ja? In der Tat, das ist nicht gerade etwas, was man hier erwarten würde. Das dachte ich auch. Ich habe hier sicherlich noch keine Kamera gesehen. Es besteht kein Zweifel, dass dies ein Foto ist. Was heißt das also? Das könnte einer der Gründe sein, wieso dieser Turm so gut bewacht ist. Was siehst du auf diesem Foto, Luke? Hier sind zwei Kinder, beides junge Mädchen. Ernsthaft? Okay. Das Foto sieht ziemlich alt aus, oder? Ich frage mich, wer sie sind. Eines der Mädchen muss Sophie sein. Es besteht kaum Grund für Zweifel. Sie haben recht. Nicht nur das, schauen Sie, da ist auch der Anhänger. Es ist der, den Sophie trägt. Die Tatsache, dass sie ihn schon so lange trägt, zeigt, wie wichtig er hier ist. Das andere Mädchen ist vielleicht eine Freundin? Wenn das so ist, könnten sie sich nahe gestanden haben. Sie sehen wie beste Freundinnen aus. Sehen Sie, sie haben sogar den gleichen Anhänger. Sophies Vergangenheit könnte auch wichtige Hinweise enthalten. Dies ist etwas, was ich Sie gern persönlich fragen würde. Wir sollten das Foto fürs Erste ausborgen. Ich frage mich, ob hier noch weitere Hinweise verborgen sind. Vielleicht finden wir ja noch das Etwas, das du vorhin am Dach gesehen hast. Aber dies ist doch sicher das letzte Zimmer im Turm, also muss ich mir das eingebildet haben. Nicht unbedingt, Luke. Wenn ich mich nicht irre, gibt es einen Weg, um von hier aus nach draußen zu gelangen. Untersuchen wir den Raum etwas genauer. Geht in Ordnung, Professor. Ein Bild zweier Mädchen zu den Gegenständen hinzugefügt. Also, wir können uns das Bild ja an der Stelle gerne nochmal angucken. Ich meine, wir als Spieler, wir können uns das Bild nicht genauer angucken. Doch, können wir. Ansehen. Naja, gut, wir können nicht weiter ranzoomen. Ein altes Foto, das im privaten Raum des Schöpfers gefunden wurde. Es zeigt zwei junge Mädchen, von denen eines wahrscheinlich Sophie ist. Also wir als Spieler können jetzt an der Stelle doch, glaube ich, mit relativ großer Gewissheit sagen, dass das Mädchen dort rechts Gloria ist. Was mich wundert. Ich kann natürlich nicht so genau einschätzen, wie alt Gloria ist. Sie sieht, naja, ich habe sie schon ein bisschen älter, also natürlich ein bisschen. Viel älter als Sophie eingeschätzt? Sind die beiden... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gloria einfach nur eine Freundin von Sophie damals war. Wie auch immer. Sonst wäre dieses Foto doch für den Schöpfer nicht so wichtig. Kann es nicht eher sein, dass Gloria die große Schwester von Sophie ist? Vielleicht? Theoretisch irgendwie so? Und deswegen hat sie in der Geschichte des Schöpfers eine größere Rolle gespielt? Das wäre jetzt so mein Verdacht. So hundertprozentig hilft mir das trotzdem nicht weiter, weil ich dann
diese gesamte Familiensituation extrem komisch finde. Aber na gut. Ich, ja, keine Ahnung. Fällt mir jetzt noch nicht mehr zu ein irgendwie. Oh, das Klavier. Ah. Was ist denn los, Luke? Der Brief auf dem Flügel war ein Beweis im Prozess. Im Prozess? Ja, die Begebenheiten zum Tod von Meister de Victoire. Der Prozess, bei dem sie... Du meinst, als ich eine goldene Statue war, oder? Das heißt, das ist der Brief, den... Uhu die Eule uns gegeben hat, nachdem wir dem Schöpfer einen Besuch abgestattet haben. Naja, ja, das ist er. Aber auf dem Papier war nichts geschrieben, oder? Ja, so viel ist klar. Das war Meister de Victoires Abschiedsbrief an den Schöpfer. Der Abschiedsbrief. Aber Meister de Victoires Butler hat den Brief mit leeren Seiten vertauscht. Und diese leeren Seiten hat die Eule uns gegeben, weil sie das seltsam fand. Ich verstehe. Ich habe während meiner Abwesenheit eindeutig einiges verpasst. Der echte Abschiedsbrief wurde im Prozess gefunden. Und wenn das so ist, was tut er dann hier? Ich denke, das kann ich erklären, Luke. Es ist wahrscheinlich, dass der Brief nach dem Prozess an seinen rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt wurde. Außerdem war er an den Schöpfer adressiert. Ich verstehe. Und diesmal konnte der Schöpfer ihn richtig lesen. Und wenn er den Brief gelesen hat, heißt das, der Schöpfer hat es vor kurzem getan. Wahrscheinlich heute, als er an dem Flügel saß. Was kann hier bloß vor der Parade geschehen sein? Wir übersehen hier etwas. Wir müssen uns genau umsehen, Luke. Was kann es nur sein? Dies ist sicher keine Falle. Es wäre unwahrscheinlich, dass eine Falle so offensichtlich wäre. Einen Moment. Hier ist ein Rätsel im Flügel versteckt. Das liegt da einfach so rum. Dupp-di-dupp. Na gut. Was für ein Rätsel denn? Noten, Musik, I. Rätsel 68, himmlische Klänge. Dieses Rätsel ist 50 Pikarat wert. Unter dem Bleiglasfenster steht Folgendes geschrieben. Ein Sternbild an des Himmels Rand, die Harfe in der Göttin Hand, ein wundervolles Lied entstand. Ordne die Noten so an, dass sie eine bezaubernde Melodie ergeben. Ich verstehe es nicht. Berühre eine Note und bewege sie mit dem Touchpad. Lass die Note an der gewünschten Stelle los, um die Positionen der beiden Noten zu wechseln. Wenn du denkst, du hast die Lösung gefunden, berühre Antwort, um zu sehen, ob du richtig liegst. Was wollen die von mir? Es hat irgendwas mit diesem Bild zu tun, oder? Ach so, nee, Moment. Hä? Da wird einem immer ganz kurz auf dem oberen Bildschirm was eingeblendet. Je nachdem, wo die Harfe gerade ist. Kann dies sein? Blöd nur, dass einem das immer nur ganz kurz angezeigt wird. Moment. Kann die Harfe sich nicht schneller bewegen? Jetzt. Aha. Ich glaube, das hier war an vierter Position? Och, das ist doch ein dummes Rätsel. Jetzt mal ganz ernsthaft. Moment, ich kann mir natürlich auch die Notiz anmachen. Und dann muss ich ganz schnell zeichnen. Sobald ich sehe, sobald die Harfe wieder den Rundgang gemacht hat. Achtung, Achtung, Achtung. Moment, Moment, Moment. Das ist dann nämlich... Ich kann's nicht, es tut mir leid. Warum kann ich das komische Ding nicht anhalten? Das ist doch dämlich. Moment. Es gibt ja zumindest. Also irgendwie. Ich bin mir nicht sicher. Sind die drei auf einer Fläche? Also sind zwei und drei auf einer Fläche oder ist drei noch ein bisschen höher? Wenn 3 noch ein bisschen höher wäre, dann wäre es so. Kann das sein? Doch, 3 ist ein bisschen höher, oder? Oder? Ja, 3 ist ein bisschen höher. So. Okay, jetzt weiß ich noch nicht. Ich habe die ganze Zeit nur auf die linke Seite geachtet. Jetzt muss ich gucken, wie das eventuell bei der rechten Seite ist. Ich frage mich nur, ob ich bei diesem Rätsel hier mehrere Versuche habe. Oder nicht. Aha.
könnte sogar schon sein. Na gut, ich muss mal genau gucken, ob das hier auf derselben Höhe wie das hier ist. Oder ob das eher. Aber ansonsten, nee, ich glaube, es war was Höheres, was Tieferes, was Höheres, was Tieferes. Hier auf der rechten Seite. Nur mal ganz kurz gucken. Nee, die beiden sind auf einer Höhe. Dann wäre das ja so. Wenn die beiden auf einer Höhe sind. Aber was ist denn mit dir? Du bist doch auch eigentlich... Du bist doch niedriger gewesen. Ah. Aha. Aha. Vielleicht. Bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wir nähern uns... Wir nähern uns so langsam... Kann das schon stimmen? Ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich auf Antwort drücke. Ob er mir dann direkt einen Fehler reinhaut oder ob ich das jetzt einfach riskieren kann. Ich bin mir da in der Beziehung nicht so ganz sicher. Wobei es ja auch ganz nett wäre, wenn man sich das einfach mal anhören dürfte. Was man dann hier so verbrochen hat. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ob ich mich wohl bewährt habe? Welch ein faszinierendes Rätsel. Dankeschön. Stimmig! Ein lauter Knall hallt durch den Raum, als sich der Himmelsglobus an der Decke senkt und einen Geheimgang freigibt. Selten dämliches Rätsel, ganz ehrlich. Nicht schön. Gar nicht schön. Aha. Sehen Sie, Professor, eine Treppe ist aufgetaucht. Ob hier drüber noch ein Raum ist? Ich habe so ein Gefühl, dass das Dach, welches wir vom Garten aus gesehen haben, über uns weitergeht. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Es ist wirklich unheimlich dunkel hier, aber von oben herab scheint Mondlicht. Atmen wir tief durch und gehen wir dem nach. Das größte Rätsel von allen wartet dort oben auf uns. Das denke ich auch, Professor. Ich frage mich, was es sein könnte. Der nächste Akt in der Geschichte des Schöpfers, wenn ich mich nicht irre. Der nächste Akt? Aber die Geschichte ist bereits zu Ende, oder nicht? Noch nicht, Luke. Es ist noch etwas zu früh für das Finale. Abschiedsbrief der Victoires zu den Gegenständen hinzugefügt. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Wir haben hier noch Platz. Ernsthaft? Ich habe erwartet, dass ihr diejenigen sein würdet, die es so weit schaffen. Ihr! Ihr lebt noch, wie ich es bereits geahnt hatte. Professor Layton, ich habe langsam genug davon, dass ihr so unverhohlen den Lauf meiner Geschichte stört. Das kann ich... nicht länger zulassen. Professor! Danke, mein Junge. Okay. Wow. Rätsel 69, Wortgefecht. Coole Sache. Dieses Rätsel ist 70 Pikarat wert. Und bevor jetzt irgendjemand hier meint, so von wegen, warum kann denn das auf einmal, es ist allgemein bekannt, dass Professor Layton ein wahrer Meister im... Zumindest im Fechtkampf ist. Schwertkampf, Fechtkampf. Es geht so ungefähr in die Richtung. Also auch in den normalen Professor Layton-Teil gibt es ab und zu solche Szenen. Und die sind irgendwie meistens ziemlich cool. So, Rätsel 69 also. Was der Schöpfer geschrieben hat, wird sich immer bewahrheiten. Die Angriffe deines Gegners sind da keine Ausnahme. Präge dir die Geschichte des Schöpfers gut ein, um die vorhergesagten Schläge abzuwehren.
Gegnerische Ritter tauchen gemäß der Geschichte des Schöpfers auf. Bringe dir die Reihenfolge der Angriffe genau ein und wehre sie ab, indem du die Angriffe des Ritters gegen ihn verwendest. Berühre okay. Ich fürchte, der Vorhang fällt nun. Erlauben Sie mir, die Geschichte Ihres Ablebens niederzuschreiben. Der Ritter zieht sein Schwert. Als der Kampf dem Ende naht, hebt er seine Klinge hoch über seinen Kopf für den letzten Schlag. Ja. Ach so. Sag die Angriffe voraus. Moment, ich habe mich jetzt nur auf das Ende konzentriert. Prägt dir die Geschichte des Schöpfers gut ein? Ja, toll. Nee. Moment, von vorne anfangen. 1, 2, 3, 4. Scheiße! Ich habe es mir doch nicht komplett gemerkt. Ja, ich würde mir voll gerne die Geschichte nochmal anhören. Warum darf ich mir die Geschichte nicht nochmal anhören? Wie fies ist das denn? Ja, zum Schluss... Was hat er denn nochmal gemacht? Hat er zuerst... Boah. Also zum Schluss macht er das. Das macht er, glaube ich, in der Mitte. Also kommt es nur noch auf die beiden an. Keine Ahnung. Ich mach mal so. Ich weiß es nicht besser. Aha. Berühre den Bildschirm von vorne anzufangen. Wie schade. Der Ritter zieht sein Schwert, als der Kampf... So, Moment. Was macht er? Erst macht er so, dann macht er so, dann macht er so und dann macht er so. Hä? Hatte ich das dann aber nicht richtig? Ups. Das ist doch das, was ich eben gerade hatte. Oder muss ich dann... Moment, ich muss es mir nochmal angucken, damit ich überhaupt das Konzept hier verstehe. Aha. Nee, doch, genau. Badauts. Gut gekontert, Professor. Aber wie werden Sie sich in dieser Tragödie schlagen? Ein neuer Ritter nimmt den Platz seines gefallenen Kameraden ein. Er schlägt schnell zu und führt drei Schläge aus, bevor er den Kampf mit einer Kombination aus drei Schwerthieben beendet. Mhm. Ich bin überfordert. Sag die Angriffe voraus. Er hat so angefangen. Dann... Was hat er dann gemacht? Mit Wirbelattacke hat er dann aufgehört, oder? Ich habe keine Ahnung. So, probieren wir es. Okay. Moment. Das heißt... Das heißt, er hat so gemacht. So gemacht, so gemacht, so gemacht, so gemacht, so gemacht. Ja. Dankeschön. Badauts. Sie denken, Sie hätten alle Antworten? Finden wir heraus, ob Sie das Ende des Kapitels erahnen können. Der letzte Ritter zückt sein Schwert. Während seines Ansturms scheint er mit den Schatten zu verschmelzen, sodass seine Angriffe förmlich aus dem Nichts kommen. Ja? Okay, das heißt, das Finale hat man jetzt nicht gesehen. Gut zu wissen. Haben wir jetzt trotzdem den Anfang schon nicht gemerkt. Ich glaube, die beiden Sachen haben wir zum Schluss nicht gesehen, oder? Die Wirbelattacke und den Sprung. Doch, Wirbelattacke war es dann. Okay. Wirbelattacke war es dann, die als nächstes kam. So. Zack, 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 zack. Scheiße. Jetzt stell dich nicht so an. Verdammt nochmal. Die Symbole unten haben jetzt auch vertauscht, oder? Kann das sein? War das nicht vor und da?
Sehr seltsam. So. Oder sehe ich das gerade falsch? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. So, okay, jetzt guckst du nochmal genau an. Also, normaler Schlag, Wirbel. Was habe ich jetzt also vertauscht? Die beiden. Es war also am Anfang ein normaler Schwerthieb, dann der Wirbler. Oder? Mit normalem Schwerthieb meine ich von rechts nach links. Rechts nach links, Wirbel. Okay, Moment. Er macht immer wieder was anderes. Ach so, okay. Das heißt, ich darf mir das gar nicht merken. Oh. Warum machst du immer wieder was anderes? Das war jetzt doof. Das war jetzt sehr doof. So. Verdammt. Zwei daneben gehauen. Okay. So, nochmal. Also. Zack, Wirbel. Zack, zack, zack. Hab's wieder durcheinander gebracht. Es tut mir so leid. Warum habe ich jetzt so ein Problem damit? Oh, das ist so schrecklich. Ernsthaft. Warum setzt mein Kopf hier komplett aus? So, ich brauche eine bessere. Ja, genau. Ich brauche irgendeine Kombination, die ich mir merken kann. So, okay. Es geht ja schon andeutungsweise in die richtige Richtung. Ich brauche mir bessere Abkürzungen, die ich vor allem merken kann. Damit ich diese Abfolge einfach reinbekomme. So. Links, rechts, Wirbel. Hoch, Stich. Links, rechts. Links, rechts, Wirbel. Stich. So, Wirbel, so. Mist. Ach, verdammt. Na gut, so. Stich, links, rechts, Stich, hoch, Stich. Stich, links, rechts, Stich, hoch, Stich, so. Gott sei Dank. So. Ich kenne schon die Antwort. Die Freuden des Rätsellösens. Zum Glück hat man nun endlich viele Versuche, ey. Boah. Das wäre so mies, wenn man dann immer irgendwie komplett von vorne anfangen müsste oder so. Ausgezeichnet. In diesem Fall war die Feder dem Schwert wohl unterlegen. Kommt selten genug vor, aber naja. Professor! Professor! Das war aber wirklich haarscharf. Ja! Herr Schöpfer! Ich fürchte, die Herrschaft eurer Feder ist nun nicht mehr uneingeschränkt. Das fürchte ich irgendwie auch. Ihr beeindruckt mich immer wieder, Professor Layton. Erklärt mir nur eines. Was genau hofft ihr zu erreichen?
Man könnte sagen, ich versuche den Schleier über der Stadt zu lüften. Wenn das wirklich der Fall ist, liegt die Antwort in der letzten Geschichte. Heute wird der großen Hexe Arcana der Prozess gemacht und die Geschichten finden ein Ende. Ihr solltet euren Platz unter den Zuschauern einnehmen und diesem letzten Prozess folgen. Erlaubt mir, euch eine Frage zu stellen, werter Schöpfer. Wieso seid ihr hier? Was? Auch ihr solltet dem Prozess folgen, um zu sehen, wie sich eure verworrene Geschichte entfaltet. Meine verworrene Geschichte? Was meint ihr damit? Euch muss bereits bewusst sein, dass eure Geschichte sehr verworren ist. Unsere Ankunft in dieser Stadt ist ein Beispiel. Ganz zu schweigen von unserer Präsenz hier in diesem Moment. Beides hätte in der Geschichte, die ihr geschrieben habt, nicht geschehen können. Mit anderen Worten, ihr seid nicht länger der Schöpfer dieser Geschichte. Es ist, wie ihr sagt. Die Geschichte, die ich geschrieben habe, wurde verworren durch die Handlungen eines anderen. Es überrascht mich nicht, dass ihr das bemerkt habt. Euren scharfen Augen entgeht wirklich nichts. Das ist der Grund, weshalb ich beschlossen habe, das große Finale zu schreiben. Um die Geschichte nicht noch verworrener zu gestalten. Ihr sagt also, indem ihr die Geschichte zu Ende bringt, wird die Stadt in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren? In ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren? Ich fürchte, das wird nicht der Fall sein, Professor Layton. Die ganze Wahrheit über Labyrinthia ist in einem Zauberspruch verborgen. Der letzte Zauber. Der letzte Zauber? Wenn dieser Zauber gesprochen wird, offenbart sich die Wahrheit über Labyrinthia. Was für ein Zauber ist das? Naja, es ist ein Zauber, der schon immer unauffällig in die Geschichte gewoben war. Was soll das heißen? Der letzte Zauber ist am Anfang versteckt. Der letzte Zauber ist am Anfang versteckt? Wovon sprecht ihr? Ha! Ich dachte, ihr hättet es euch zur Aufgabe gemacht, Mysterien zu enträtseln. Macht, was ihr wollt. Nun gut. Wenn es euch beliebt, werter Schöpfer, gibt es etwas, von dem ich denke, dass ihr es wissen solltet. Und was wäre das? Erstens, was würdet ihr sagen, wenn ich euch berichte, dass diese Wende in eurer Geschichte zu einem Ende führt, das ganz anders ist, als ihr geplant hattet. Was meint ihr? Heute Abend habt ihr euch angeblich mit eurem Leben der großen Hexe Arcana gestellt, nicht wahr? Deshalb steht eine Person, die für Arcana gehalten wird, vor Gericht. Kennt ihr den Namen der Angeklagten? Selbstverständlich. Ich habe ihn selbst niedergeschrieben. Wieso sollte ich ihn nicht kennen? Der Name der Angeklagten ist Sophie de Narrateur. Was sagt ihr? Ihr meint, meine Sophie wird? Ja, die Angeklagte im heutigen Prozess ist niemand anderes als Sophie de Narrateur. Das kann nicht sein. Das ist absurd. Das ist euer Werk. Herr Layton, was habt ihr getan? Ihr fragt mich, was ich getan habe, werter Schöpfer? Ich löse Rätsel. Ich verschwende meine Zeit nicht mit Verschwörung. Meine Sophie! Wieso wird sie beschuldigt? Wieso findet ihr das nicht selbst heraus, werter Schöpfer? Denkt ihr, es wäre eine gute Idee, euch hier zu verkriechen und das Schicksal eurer Tochter zu betrauern? Was kann ich denn tun? Nun, ich werde zum Gericht zurückkehren, werter Schöpfer, um das große Finale mit eigenen Augen zu sehen. Eines möchte ich noch sagen, bevor wir gehen.
Ich habe nicht die Absicht, mich unter die Zuschauer zu mischen und den Prozess zu verfolgen. Es gibt nur einen Platz für mich, wenn ich diese Mysterien lösen will. Ihr meint, ihr werdet sie verteidigen? Leider hat schon ein anderer den Platz der Verteidigung eingenommen. Nicht nur das, werter Schöpfer. Ich kenne bereits den wahren Namen der großen Hexe Arcana. Wie? Woher kennt ihr ihn? Es gibt nur einen Platz, den ich einnehmen kann, um diese Tatsache offenzulegen. Und dieser ist nicht auf Seiten der Verteidigung. Nein. Ihr könnt nicht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, werter Schöpfer. Fortsetzung folgt. Okay, ich bin verwirrt. Er wusste nicht, dass Sophie angeklagt wird? Wie viel ist ihm denn da von seiner komischen Geschichte entglitten? Dass er das nicht weiß? Der muss ja irgendwie, also... er muss ja ganz schön viel nicht mitbekommen haben. Wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Was ist denn... Hallo? Erde an Schöpfer? Klopf, klopf, klopf. Hallo? Sind Sie noch zu Hause? Ich finde das, ich finde das seltsam, aber spannend. Und ich finde, das hier ist wieder ein wunderbarer Moment, um einfach mal eine Pause einzulegen. Und ja, wir nähern uns mit großen Schritten dem Finale. So sieht es zumindest aus. Ich bin echt gespannt. Vielleicht kann ich das Spiel heute durchspielen. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Müssen mal gucken. Mal sehen, wie sich das Ganze noch so entwickelt. Da könnte noch der ein oder andere Twist mit dabei sein. Für den Moment soll es dann aber erstmal wieder gewesen sein und ich sag dann einfach mal Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.